Hey Leute, ich bin der Bruger und ihr seht hier Paranormal. Mein neues Mini-Projekt habe ich mir vor längerer Zeit auf Desura gekauft, die Final 1.2, aber die Beta gibt's kostenfrei zum Spielen. Link packe ich mal in die Beschreibung. Ihr könnt es also gerne mal selber antesten und euch das Ding vielleicht selber kaufen oder auch nicht. Oder euch einfach nur das hier anschauen, wie ihr möchtet. Der Luna hat es vor einiger Zeit auch schon gespielt und ich denke mal, er war ganz angetan davon. Es besteht eben aus Random Events, dieses Spiel. Random Scares, um genau zu sein. Und, okay, ich höre schon Schritte, das ist schon mal sehr nett. Würde sagen, wir fangen einfach mal an. Wie gesagt, ich kann jetzt wenig dazu sagen. Ich habe die Beta, eine ganz frühe Beta, mal kurz angezockt, war jetzt aber nicht so überzeugt. Ja, ich habe aber gehört, das Ding hier soll richtig gut sein, jetzt die Final. Soll viele, viele Schocker haben. Deswegen, und die paar Euro, ich meine, was hat's gekostet? Ich glaube 7 oder 8 Euro damals. Na, kann man mal machen. Tape-Version, Full-Recording oder Quick-Recording. Wir haben Unabridged oder Abridged. Ich glaube, das heißt gekürzt oder ungekürzt. Also Unabridged, nehmen wir das mal. It's Friday, July 1st, 2011. Hello, my name is Mattel Clark. I'm an artist. And I've come to believe that my house is haunted. Lately, things have been going bump in the night. A lot. So, I've set up cameras around my studio, and I've got one here, and I've started recording things to try and prove to people that I'm not going crazy. This is the studio. This is where the magic happens. Don't mind the posing mannequins. I picked those up at Amazon. They help me visualize the 3D space when I'm working on my sculptures. There's some works in progress over there on the mat. Hopefully something will happen here in a second. Really trying to show that this is real and that I'm not trying to get famous on the internet. Okay. Uah! Ich kriege es. Ja, wir sind dieser Mattel Clark, unseres Zeichens Künstler, und in unserem Atelier oder unserer Wohnung spukt es wohl seit einiger Zeit. Es ist 2011, der 1. Juli, glaube ich, wenn ich das jetzt nicht schon wieder verdrehe. Und er will Beweise dafür sammeln, dass es so ist. Oh, dass ich hier schon wieder Türen zugehen. Ja, die Geräusche, die spielen wohl einen großen Teil bei dem Spiel mit, aber irgendwie kann ich hier nichts tun. Ist das denn ein dicker Armor? Oh! Ich kann ihn aufsammeln, schön. Ich kann Armor aufsammeln. Na gut, also es ist wohl noch recht harmlos, glaube ich. Aber ich denke mal, das wird nicht lang bleiben. Bist du Atlas? Kann ich hier... Ah, ich kann die Flasche sammeln, okay. Und du bist... Hoppala. Du bist so eine Art... widerlicher Mittelalter-Fantasy-Borg. Also Borg aus Star Trek, wenn ihr nicht wisst, was das ist. Aber ich denke schon, ihr wisst, was ein Borg ist. Erzählt mir doch nicht, dass ihr das nicht wisst. Oh Gott, seht mal die Schatten. Also das ist schon übel mit dem Licht. Ja, es ist übrigens nicht die, was zur Hölle? Es ist nicht die Unity Engine, nein, es ist die UDK. Also das Unreal Development Kit. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, kostet das Geld, dieses Kit, oder ist das kostenfrei? Auf jeden Fall, na gut, es sieht eigentlich schon ganz hübsch aus, will ich mal meinen. Kann ich da rauf? Oh, tatsächlich, ich kann die Leiter raufsteigen. Diesen Tritt. Press E to activate your flash... F to activate... Ja, habe ich schon. Das Geräusch. Weed! Was ist das denn? Ist das Glas? Warum liegt hier Glas auf dem Boden so komisch angeordnet? Verstehe ich nicht. Okay, hier ist gar nichts. Ja, wie gesagt, ich denke mal, der Grusel wird sich mit der Zeit entwickeln, denn ihr seht oben meine Lampe, die hat Strom. Also, ja, meine Lampe, meine Kamera. Und ich muss die regelmäßig wieder aufladen, indem ich schlafen gehe. Und ich denke mal, jedes Mal, wenn ich schlafen war, werden die Events ein bisschen schlimmer. Das ist ein Safe. Habt ihr das gesehen? Was? Wieder das Geräusch. Der Globus ist eben in der Luft geschwoben. Na toll. Was steht da? To do. Finish Atlas. Also das Teil hier. Wahrscheinlich. Fix Basement Lock. Fix
Screen door jam, clean car, put groceries away, take a bath, Google home history, trash dog food, watch TV, sleep the day away, sleep the day away, sleep the foo day away. Okay. Ah, was machst du denn da? Guckst du nach draußen? Oh. Ja, diese Figuren, sagte er, hat er sich auf Amazon gekauft oder Amazon. Und das ist, ja, ich kenne das, das nutzen Künstler oft, um sich irgendwie eine Vorlage zu verschaffen für Impressionen, oder? Alter, was war das denn eben? Es gibt auch solche Puppen, so Handpuppen zum Beispiel, da kann man dann besser Hände nachzeichnen. Eine Freundin von mir hatte das auch, oder so kleine Holzmännchen auf so einem Metallstab. Oh. Was ist das denn bitte? Oh Gott, ich denke... Ich denke die ganze Zeit, das ist vielleicht bei mir sogar in der... Okay, ich gehe wieder rein. Ja, mach das mal, Kumpel. Aber warum wackelt die... Hör doch mal auf zu wackeln jetzt. Art Studio Floor. Oh, da liegen Schlüssel. June 27th, 1983. Marcus came home from work today, seeming really flustered. When I asked what was wrong, he yelled at me and threw the bird's cage to the floor. Poe was our first pet together. July 1st, 1983. I don't understand why Marcus has been so stressed lately. I know being a teacher is tough, but the least he could do is talk to me about it so I can help him. July 4th, 1983. Fireworks are going off. Marcus hasn't returned home from work yet, and we're going to go watch the fireworks together. Uh-oh. Another lonely night at home, just me and all the wine I can find. July 5th, 1983. I got the call today. The police found Marcus dead in his own classroom. I have trouble even thinking about this. Okay, okay, okay. Sorry, ich muss es abbrechen, weil ich will schnell hoch schlafen gehen, sonst am Ende geht die Kamera leer und dann habe ich nämlich verloren. Ich weiß, dann gehe ich, glaube ich, tot, wenn man es so will. Ja, auf jeden Fall, es geht wohl um eine Frau, die Angst hat um ihren Ehemann. Oh, komm schnell. Um Marcus, er ist nämlich heimgekommen, war ganz schlecht drauf. Oh, ist das? Oh, das ist ein Hund. Ich dachte eben schon. Oh, schön. Jetzt kann ich kurz ausführen. Also, es geht um ihren Ehemann, der war schlecht drauf. Oh Gott, das ist die Küche. Der Hocker. 1.52 Uhr. Und es war am 4. Juli, da wollten sie zusammen das Feuerwerk sehen. Das ist der Independence Day, also ein Feiertag der Amerikaner. Da wird Feuerwerk gezündet, nicht wie bei uns an Silvester. Nein, nein, die machen das am 4. Juli. Und, ja. Okay, es passiert gerade nichts mehr. Er ist nicht nach Hause gekommen und am 5. Juli hat man ihn tot in seinem Klassenzimmer gefunden. Er ist ja ein Lehrer. Alter. Oh, nein, nein. Was ist das? Alter Schwede, was ist hier los? Das ist gerade sehr komisch. Kann ich mich wieder schlafen legen? Alter Schwede. Alles mal aufhören. Wartet mal ganz kurz. Ich will mal in den Options was gucken. Das geht mir gerade voll auf den Keks. Ah, ich kann es abstellen. Camera Shake abstellen. Okay, ich hoffe mal, das war's jetzt. Resume. Was hast du da auf dem Gesicht für eine hässliche Maske? Ich will das nicht. Hör auf. Ich will doch nur schlafen. Ach so. Ist das widerlich? Was ist mit dem Hund eigentlich? Und was ist das für ein ekelhaftes Geräusch jetzt hier? Ach, guck mal, ich kann mir einen Fisch schnappen. Da geht einfach mal das alles zu, die Tür. Ja, ja, ist ja okay. Ist das ein Ouija-Brett? Leute, ich hab Angst. Der hat hier echt ein Ouija-Brett. Was? Der? Was
bestimmt die, oder? Bitte nicht die. Ja, natürlich, da will jemand wohl meinen Tod. Die. Okay. Oh! Der Stuhl. Saufies einfach mal. Badezimmer, was kann ich jetzt hier? Ich lasse mir erstmal ein schönes Bad ein und schneid mir dann die Pulsadern auf oder sowas. Oh! Nein! Oh, ich dachte schon, ich sehe doch heute nicht so hässlich aus wie das Ding hier. Oh man, diese Sounds machen mich gerade ganz kirre. Oh. Wer hängt sich denn so ein hässliches Bild auf den Klo hier? Was ist das denn? Da hängt so eine Plörre dran. Ihh, das ist ja Kaka. Die läuft da unten raus. Ist das widerlich. Und ich sehe mein Spiegelbild nicht. Ich bin wohl ein Vampir. Naja. Kann man nichts machen, ne? Kann ich da was sammeln? Das ist ein Schlüssel. Nimm den Schlüssel. Oh, geht die Tür schon wieder zu. Oh, guck mal, Michael. Na? Hä? Der war doch vorher nicht da. Warum ist da so ein Männchen drauf? Hä? Der ist größer geworden! Ja, das war ich jetzt wohl. Warum bist du größer geworden? Oh, nein. Okay. Nicht, dass du jetzt aus dem Bild rauskommst. Geh weg. Oh, ist das widerlich, diese Sounds. Ist das ein Bleistift? Oh, geh weg. Nicht aus dem Bild rauskommen, bitte. Ihr habt letztes Mal auch nicht hier gestanden, das wisst ihr, ne? Letztes Mal war da unten nichts an der Treppe. Was? Da oben! Ah. Nein, 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 nein. Ah! Das Spiel verarscht mich! Okay, ich weiß, was mit Random Events gemeint ist. Ja, ja. June 27th, 1983. Ach, das hatten wir ja, 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 okay. Hört ihr das? Das sind Stimmen. Hä? Warum brennt's da? Was ist das für ein hässliches Auto? Was ist das für eine hässliche Skulptur? Kann ich den Hammer nehmen? Ist der Blut verschmiert? Nee. Sieht nur so aus. Kann ich irgendwas hier aufsammeln? Ja! Oh Gott. Da kommt Orgelmusik aus dem Radio. Also. Das Auto? Warum ist das Auto angegangen? Oh, jetzt kommt rockigere Musik, das ist doch besser. Als diese gruselige Orgelmusik, finde ich. Oh, guck mal, diese ganze Musik überall und diese Geräusche, das ist ein Tape. Gib mir das Tape. Ich will das Tape haben. Oh, oh, ich muss langsam wieder schlafen gehen. Ihr seht schon, meine Kamera wird langsam leer. Was ist das denn für ein Teil? Das ist ja hässlich. Na, Atlas, alles klar. Ja, moin. Oh. Meine Kamera. Schnell. Oh, ich kann natürlich nicht lang rennen. Das ist super. Geh weg da oben. Fass mich bloß nicht an. Geh weg. Ah. Das war ich nicht. Das war schon so. Schnell. Oh, mach mich nicht schwach. Oh, da verschwindet's. Okay. Hundi, was bist du für ein blöder Hund? Du liegst die ganze Zeit da und pennst. Bist du überhaupt ein echter? Oh, ja, mache ich doch gerade. Hä? Oh, da steht einer. Alter. Um 2 Uhr morgens. Warum sind die Geister immer nur nachts aktiv? Warum nicht auch mal tagsüber, frage ich mich. Ne? Kann mir das jemand beantworten? Ich glaube nicht. Okay, jetzt passiert gar nichts mehr. Ich kann aber auch nichts machen, also... Hä?
Going to sleep will trigger a new day with new hauntings. Nicht Huntings. Der 2. Juli. Warte mal, ihr Mann wurde am 5. tot aufgefunden. Ein Tag nach dem Independence Day. Heißt das, bei mir ist es auch bald soweit? Oh, guck mal, der Hund. Was macht der Borg draußen an der Tür? Seht ihr das? Was machst du hier? Du hast doch unten in meinem Atelier normalerweise gestanden. Und die Tür war doch zu... Was ist das für ein Bild? Das war doch vorher nicht... Oh Leute, ich krieg gerade richtig Angst. Ich geh nochmal ins Ouija-Board, vielleicht muss ich wieder sterben. Was? M? A? Mama? Mar? Marcus vielleicht? Der Mann der Frau, der gestorben ist? Tatsächlich, Marcus. Oh Gott, Leute, ich bin schon eine Gans. Ein Gänserich. So viel Gänsehaut, wie ich hier hab, die ganze Zeit. Oh, guck dir das Bild halt an. Und da ist er, der King. Was soll das? Hier war aber vorher Michael, jetzt ist hier was anderes. Ist das ein Rauchmelder? Oh, stell das ab. Ich geh schnell mal runter. Was? Ja, ich komme ja schon. Ach, da ist er ja. Ihr sollt kein Feuer machen, ihr blöden Kinder. Haut ihr ab. Was? Ihr sollt nicht meine Bude abfackeln. Ich habe euch gesagt, bis um 8 und kein Alkohol. Oh, du Scheiße. Alles zur Asche verbrannt.